Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir machen jetzt weiter mal mit Hauptquest-Aktivitäten. Und zwar... der Massenportal, ne? Und zwar Tali. Da. Oh, hier haben wir 0%. Drei Sonden? Mist. Starte Sonde. Ja, vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Irgendwann mal. Weil dadurch, dass ich natürlich jetzt so wenig Sonden habe, kann ich hier nichts. Sonde gestartet. Nichts mehr so wirklich machen. Sonde unterwegs. Ja, keine Sonden mehr. Ja, leider kein Scannen, weil wir haben keine Sonden mehr. Wir können natürlich hier trotzdem alle Planeten einmal kurz angucken, damit wir hier trotzdem die 100% haben. Ja, den haben wir ja noch nicht gehabt, ne? Jetzt haben wir 100%, okay. Ja, dann los geht's. Hauptquest. Ah ja, wir nehmen mit. Im Garrus bin ich ja immer der Fan, ne? Und Kasumi fand ich ganz geil, weil die halt so dieses... so ein bisschen Ninja-mäßig so am Start ist. Wir nehmen die beiden mal mit, würde ich sagen. Ja, das lassen wir mal so. Lassen wir auch so. Ach so. Nehmen wir ein bisschen zurück. Und beenden. Oh, das ist eine interessante Mechanik, dass wir hier nicht in der Sonne sein dürfen. Also wir sind quasi Vampire. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Und ich bin auch noch in Schwarz. Könnt ihr bitte in den Schatten gehen? Ja, wir sind Vampire. Das funktioniert leider nicht, dass wir in der Sonne stehen bleiben können. Reingeschafft, verschafft, ne?
Dank mir später. Landung, Chef, oh. So muss es sein. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Einer weniger. War ich das? Das hat haha! Mir in die Lebensbalken von den gar nicht angezählt. Kein Problem. Ich bin der Shepard. Ich meistere alle Angelegenheiten und Gefahren. Bin noch irgendwo einer. Ja, hier geradeaus. Ah, hier. Da hinten, hier Sonne. Vampir Shepard wieder am Start. Achso, haben sie schon umgebracht. Alles klar. Ich sehe die voll gar nicht. Da oben. Wir sollten einen anderen Weg finden. Hier draußen. Ja, vielleicht solltest du nicht so in der Sonne stehen. Scheiße, und ich auch nicht. Haha. Erwähnen sich es leider nicht, okay. Garrus meint cool zu sein. Ach, Schilde verloren. Ich zünde sie an. Ja, okay, wir müssen jetzt leider mal hier ohne Schilde arbeiten. Man stirbt ja zum Glück nicht, wenn die Schilde weg sind, sondern man hat ja noch ein Leben. Ja, immerhin zumindest etwas. Aber das ist eine coole Mechanik. Der ist tot, der nicht. Ja! Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Hä? Ist der tot oder? Was wobbelt denn der da noch rum? Der lebt doch noch. Hä? Was ist mit dem da los? Okay. Mysteriös. MP. MP-9. Tempest erhalten. Die folgenden Gruppenmitglieder können diese Waffe jetzt benutzen. Ja. Shepard scheinbar nicht.
Hier ist Commander Shepard von der Normandy. Ich bin an vielen toten Quarianern vorbeigekommen. Sie sind die ersten Überlebenden. Verdammt. Moment mal. Shepard, Respekt, der mit dem Tali gearbeitet hat. Ich weiß zwar nicht, warum Sie hier sind, aber im Moment ist jedes organische Lebewesen ein willkommener Anblick. Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Machte Tali in ein Versteck. Bin dann zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Alter, also das ist ein bisschen leise. Man merkt vielleicht, dass zum Beispiel jetzt über diesen, ne, dass der eine hier ein bisschen leise redet, Shepard ein bisschen lauter redet. Ich kann das alles nicht richtig einstellen. Also, ne, also das ist das typische Soundproblem, was ich habe. Sind wir bereit zu sterben? Ja, nein, das sagen wir jetzt vielleicht nicht. Das könnte nach hinten losgehen. Können Sie bestätigen, dass die Geth Tali noch nicht erreicht haben? Bestätige. Okay. Tali lebt noch, das ist gut. Würde mich auch wundern, weil wir haben ja nicht. Ja, wobei, hier kann ja alles passieren. Also ich habe ja schon alles erlebt hier. In Mass Effect 2 könnte auch passieren, dass Tali lebt. Die Quest sagt, ja, du musst Tali jetzt holen. Und dann plötzlich ändert sie sich irgendwann in, ja, Tali ist tot. So, das kann ja auch passieren. Aber ich glaube nicht, dass die tot ist. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Mist. Der Durchgang ist blockiert. Sie müssen... Ja, in den umliegenden Gebäuden sind Sprengladungen. Was für ein Zufall. Ich habe das Gebiet gescannt und die Sprengladung geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutz zu entfernen. Hey, das ist so billig, ne? Das ist so billig, dass Unsichtbarkeit bei den Gegnern nichts bringt, weil immer dieser Rahmen, dieser Anvisierrahmen um die Dom ist. Und ich weiß doch, wo die sind. Muss ich da überhaupt? Na, ich muss eigentlich da. Also. Sprengladung finden. Finden Sie in dem Gebiet Sprengladungen, um die Trümmer zu beseitigen, die Ihnen den Weg versperren. Ja, okay. Das hat sicher wehgetan. Ja, hat es. Richtig zielen kann man hier ja auch nicht. Immer noch besser als in Halo. Aber man muss halt echt gegen das Verziehen der Waffe gegenarbeiten, ne? Perfekt. Ich sehe dich. Das Spiel zeigt das an.
siehst du mich. Oh, du bist. So, hier sollen wir irgendwo Sprengladung holen, oder wie? Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Teerum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Sorry, aber an diese Sache kann ich mich nicht erinnern. Und Mass Effect ist auch so eine Reihe, die mich eigentlich noch nie wirklich interessiert hat. Und die spiele ich jetzt natürlich, um ein bisschen nachzuholen. Weil ja viele sagen, dass Mass Effect eigentlich ganz cool ist. Zumindest alles bis auf den letzten Teil, ne? Und ich muss schon sagen, so einige Sachen in dem Spiel hier, zumindest auch im zweiten Teil. Der erste Teil war ja so ein bisschen, ne. Ah, hier ist eine Sprengladung. Wo ich sagen muss, war schon ganz cool gemacht. Wie eben diese Mission, die wir vorher gespielt haben, wo wir richtig hart gebaitet wurden. Oder auch diese hier, wo wir so ein bisschen zum Vampir werden. Oh, warte mal. Aufpassen, Kohle! Tschüss. Ja, ich habe schweres Geschütz dabei. Oh, lol. Da ist noch wer. Ja, komm. Alter, wie hält er aus? Gut. Immerhin sehe ich anhand des Hitmarkers, dass ich die treffe. Das ist ja schön. Aber doch irgendwie noch einer, oder? Ja. Respawn noch nicht. Oder was? Die sind da. Einer weniger. Ja, einer weniger. Wie verarschen? Einer weniger und dann kommt noch mehr. Was soll denn das? Wie viel? Ja, ich muss mal gucken, ob hier irgendwo noch Muni rumliegt. Achso, ich habe auch gerade wieder aufgenommen. Ja, okay. Hm, ja. Alter! Wie viele kommen denn danach, bitte?
Haben wir es denn jetzt mal? Oder sind da immer noch welche wieder nachgespawnt? Nee. Okay. Das war echt gemein. Oh Mann. Da sind doch... Da kommt jemand. Ja. Toll. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt hier auch noch lang muss. Doch, muss ich. Sprengladung. Wie viele waren hier drin? Vielleicht mal zwei, okay. Dann haben wir alle. Klar. Jetzt siehst du mich. Denken wir schon hin. Okay, der explodiert. Ja. Ich will immer mit Shift rennen, aber nein, hier doch nicht. Okay, hier können wir sprengen. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal tun wir das, ne? Dann jagen wir diesen Klotz da weg, der zufälligerweise natürlich vor uns gelegt wurde. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.